Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin mehrfach gefragt worden nach den 144.000, ob ich da was sagen kann zu. Die 144.000, werden in Offenbarung 7 und Offenbarung 14 erwähnt. Das Thema ist schwer, sehr umstritten, gibt sehr, sehr unterschiedliche Meinungen auch zu. Ich bin der Auffassung, dass es nicht allein um 144.000 geht, sondern auch um eine unzählbare Schar, die in Offenbarung 7 erwähnt wird, die auch ihre Kleider gemacht haben im Blut des Lammes. Und ich glaube, dass man das beides zusammen sehen muss, nämlich die 144.000 als die Vollzahl aus Israel und die unzählbare Menge aus allen Völkern und Sprachen und Nationen als die Vollzahl derer aus den Heiden. Und es geht hier meiner Meinung nach um die wiedergeborene Gemeinde Jesu Christi. Denn die alle haben eine ganz, ganz enge Verbindung zum Lamm Gottes. Die singen ein Lied, das niemand lernen kann. Das ist das Lied der Gnade und nicht des Gesetzes. Die sind in engster Verbindung mit Jesus Christus. Die folgen dem Lamm dahin, wo es hingeht. Sind alles ganz, ganz eindeutige Zeichen meiner Meinung nach dafür, dass es hier um die Gemeinde Jesu Christi geht, wenn auch nicht in den Bildern oder in der Sprache des Paulus oder der anderen Apostel im Neuen Testament, sondern in einer alttestamentlichen Bildsprache. Die Tatsache, dass die 144.000 mit Jesus in Offenbarung 14 auf dem Berg Zion stehen und die unzählbare Menge, die in Offenbarung 7 beschrieben wird, nicht dabei ist, das ist, glaube ich, ein großes Geheimnis. Und auch etwas, was eigentlich nicht zu erwarten war. Denn die Gemeinde Jesu ist ja in dem Sinn jetzt nicht geteilt oder getrennt. Aber es ist tatsächlich so, dass in Offenbarung 14 mit dem Lamm auf dem Berg Zion nur die 144.000 sind. Warum das so ist, sagt die Bibel nicht. Allerdings könnte man da auch die ein oder anderen Gedanken drauf verwenden. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir gerne einen Kommentar dazu, was ihr darüber denkt, warum die fehlen auf dem Berg Zion, ob die vielleicht später noch irgendwo kommen, was ihr davon haltet. Und dann kann man in einem zweiten Teil nochmal in Ruhe darüber nachdenken. Dann verrate ich euch auch, was ich davon halte. Wie gesagt, das wird in der Bibel nicht erwähnt, aber es ist interessant zu sehen, dass die in Offenbarung 14 fehlen, während in Offenbarung 7 eigentlich die 144.000 gemeinsam mit dieser unzählbaren Menge aus allen Völkern, Scharen und Sprachen und Nationen genannt werden. Denn die haben alle weiße Kleider an, die haben ihre Kleider reingemacht im Blut des Lammes, sind aus großer Trübsal gekommen und werden dort in Offenbarung 17 gemeinsam genannt, während sie in Offenbarung 14 halt nicht erwähnt werden. Also ich freue mich über eure Kommentare und vielleicht in ein paar Tagen oder so würde ich mir erlauben, dann den zweiten Teil zu machen. Bis dann alles Gute, Gottes Segen und bis bald.